Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wurde in der letzten Zeit oft gefragt, ob ich nicht mal was Positives machen kann und über was berichten kann auf YouTube, was mir gefällt. Und ich bin jetzt auf Concrafter aufmerksam geworden, der ein Video darüber gemacht hat, dass er halt krank ist. Das ist natürlich nichts Positives, aber ich fand es gut, dass er es angesprochen hat. Es geht da um Panikattacken und das trifft eigentlich jeden Menschen im Laufe seines Lebens. So auch mich hat das schon getroffen und ich fand es mal ganz wichtig, das mal auszusprechen und vielleicht auch ein bisschen publiker zu machen. Vielleicht kann man so mit seiner Reichweite auch unten in den Kommentaren Leuten weiterhelfen, beziehungsweise mit meinen 2, 3 Tipps, die ich vielleicht für euch habe, euch auch weiterhelfen. Bei mir war es nicht so schlimm wie bei ihm, also bei ihm geht das jetzt, glaube ich, schon über ein Dreivierteljahr, dass er auch wirklich mehrere Stunden eine Panikattacke hat. So extrem hatte ich das nie, aber ich fand es einfach wichtig, mal heute so ein Video zu machen und mal so einen Mix aus News und Real Talk zu machen. Ich fand das Video von Concrafter ziemlich cool, weil er da wirklich mal ganz offen drüber gesprochen hat, denn jeder hat wahrscheinlich mal solche Situationen in seinem Leben, wo er wirklich Panik hat. Und das hatte ich auch im letzten Jahr, denn ich hatte auch so eine Phase, wo sehr viel Stress auf mich eingeprasselt ist. Ich hatte einen Job im Flüchtlingsheim, da wusste ich immer nicht, ob ich bezahlt werde am Ende des Monats und die ganzen Kosten hat man ja trotzdem immer. Also hatte ich einen ziemlichen Druck, was das angeht und ich wusste auch immer nicht so ganz, warum ich so oft krank werde in diesem Zeitraum. Denn in den 6 Monaten im Flüchtlingsheim bin ich 4-mal krank geworden. Zum einen hatte das den Grund, weil halt viele da halt auch immer erkältet waren, aber ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und zum Ende hin hatte ich wirklich Stress- und Paniksituationen im Job, wo ich gar nicht wusste, woher kommt denn das Ganze? Warum ist mir jetzt plötzlich schwindelig und warum habe ich Herzrasen und kriege gar nicht mehr so gut Luft? Und das waren alles so Symptome, die relativ komisch sind und für einen jungen Menschen, der gesund ist, eigentlich nicht normal sind. Und ich hatte auch einen Vorfall beim Sport, dass ich dann auch in der Phase noch regelmäßig zwar zum Sport gegangen bin, aber da wurde mir dann total komisch und mir ist auch ziemlich schwindelig geworden. Und ich habe dann auch gemerkt, dass meine Hände halt plötzlich taub werden. Dann dachte ich, scheiße, ich kriege einen Herzinfarkt. Und kann doch nicht sein. Ich ernähre mich zwar nicht so gesund, aber ich mache Sport und rauche nicht. Und es kann doch eigentlich nicht sein. Und bin viel zu jung für den ersten Herzinfarkt. Und dann dachte ich, dann rufe ich halt die Feuerwehr und war richtig panisch. Die meinten auch, ja, die Muskeln übersäuern halt. Das ist ganz normal, hat es wahrscheinlich ein bisschen Kreislaufprobleme. Und dadurch, dass du halt hyperventiliert hast so leicht, werden halt die Arme ganz leicht dann auch mal verkrampfen sich bzw. werden steif. Ich konnte kaum noch das Handy bedienen. Und das war für mich so eine erste Situation in meinem Leben, wo ich wirklich gar nicht wusste, krass, was ist jetzt denn los und was passiert? Also ist das normal und das kann doch nicht sein. Ich bin ein normaler Mensch, der gesund ist. Warum steigert man sich in so eine Situation so rein? Und warum kann man damit nicht umgehen in dem Moment? Und das war so ein Knackpunkt in der Phase, wo ich gewusst habe, das sind wahrscheinlich zu viele Stressfaktoren. Das waren 4, 5 Sachen neben der Uni, neben dem Job und YouTube und dann diese ersten wirklichen gesundheitlichen Probleme in meinem Leben, wo ich mir Sorgen gemacht um mich. Und dann macht man sich auch mal Sorgen in der Familie und um Freunde und Co. Es sind halt verschiedene Faktoren gewesen, wo man sich dann halt quasi halt auch wirklich in diese Stresssituation hineinbegeben hat und das gar nicht so frühzeitig erkannt hat. Und dadurch halt, nachdem ich auch Ärzte besucht habe, die auch gesagt haben, ja, sie haben super Blutwerte und ihr Herz ist super und auch die Lunge funktioniert tadellos. Und dachte ich auch, woher kommt denn dann das, dass ich dann in der Arbeit plötzlich so Situationen habe, dass mir da so schwindelig wurde. Dann habe ich mit anderen dort gesprochen, die hatten genau das Gleiche. Es lag wohl auch an diesem stressigen Job, denn da ist immer irgendwas passiert. Und dann noch der Druck in der Uni, den man hatte und den man sich privat noch so macht, dann halt die finanziellen Sorgen, Zukunftsängste. Man hat so viele Probleme im Leben, die dann irgendwann zu viel werden. Und das wird wahrscheinlich bei Concrafter auch der Fall gewesen sein, denn seine Blutwerte und alles ist ja auch perfekt. Und er hat das ja viel extremer, als ich das damals hatte. Ich hatte da ein paar Situationen, wo es mir wirklich komisch ging. Dann habe ich den Job dann halt auch dort aufgegeben und gesagt, komm, ich konzentriere mich jetzt auf die Uni. Das habe ich jetzt auch alles geschafft. Also ich muss noch die Bachelorarbeit abschließen. Aber es läuft alles, wie gesagt, gut und ich habe keinen wirklichen krassen Stress mehr. Es gibt ja auch guten Stress, wie zum Beispiel, wenn ich Videos hochladen will und das noch am gleichen Tag wie heute zum Beispiel hochladen möchte, dann setze ich mich da auch ein bisschen unter Druck und jetzt lade ich das gerade parallel zu dem Video hier etwas
hoch, das Neymar-Video zum Beispiel. Und da macht man sich natürlich auch immer ein bisschen Stress, aber das ist positiver Stress für mich. Das macht mir halt Spaß und da merke ich auch, okay, da sitze ich gerne dran und kriege keine Atemnot und Co. Aber in diesem Job war das halt wirklich extrem und da hatte ich wirklich Situationen, ich musste auf 50, 60 Flüchtlinge aufpassen, die von Punkt A zu Punkt B bringen. Sorry, ich mache jetzt den Tag. Von Punkt A zu Punkt B bringen und 50, 60 Leute, die kein Englisch und auch kein Deutsch sprechen und die musste ich da irgendwie trotzdem gesund und heil immer hin und her bringen und dann war Berlin-Pankow ist dann auch ein bisschen eine pro-deutsche Gegend, sag ich mal, also sind jetzt nicht alle im Pankow rechts, aber das hat man halt da auch gemerkt und da musste man sich auch mit Leuten arrangieren und dann war man alleine mit 50 Leuten und musste die halt irgendwie auch im Zaum halten. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und da hatte ich quasi eine Paniksituation, wo ich selber total mit der Scheiße ging in dem Moment, aber ich mich zusammenreißen musste. Das ist halt wirklich heftig und daher gibt es halt wirklich so ein paar Tipps, die einem da wirklich raushelfen und daher finde ich das wichtig, dass man damit auch mal ganz offen umgeht. Bei mir ist es Gott sei Dank jetzt weg. Ich habe zwar immer mal Situationen, wo man nervös ist, wie in der Uni, wenn man uns so eine Präsentation halten muss. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Oder wenn man eine Prüfungsangst habe ich jetzt auch nicht, aber wenn man jetzt in einer Klausur sitzt, war ich natürlich auch ein bisschen nervös, jetzt bei der letzten zumindest. Und ich glaube, das ist dann auch relativ normal und das sind dann, glaube ich, noch Symptome, wo man sagen kann, okay. Aber es gibt wirklich viele, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die haben das auch ziemlich häufig gehabt. Und das sind dann wirklich Stresssituationen, über die man halt auch sprechen sollte. Denn das Handy hat man auch 24/7 quasi an. Und das ist dann schon ein bisschen ja, anstrengend und kann nerven, wenn man neben den Freunden auch noch Facebook, Twitter, Instagram und Co. hat und dann vielleicht noch dem Chef antworten muss und der ruft einen dann plötzlich an, man will gerade abschalten. Und das ist natürlich heutzutage eine anstrengende Gesellschaft geworden. Könnte darüber vielleicht auch nochmal ein krasseres Video machen, wo ich mich vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit auseinandersetze. Das könnt ihr natürlich auch unten mal reinschreiben, wenn ihr das wollt. Ansonsten gebe ich euch jetzt noch ein paar Tipps und Tricks, die mir da immer ganz gut geholfen haben und mich im Prinzip da auch rausgebracht haben aus dieser Stressphase. Denn das ist auch schon über ein Jahr her. Seitdem geht es mir deutlich besser und ich habe das jetzt auch nicht mehr in dem Maße. Sicherlich, wie gesagt, bei einer Klausur ist man mal nervös, aber es ist nicht mehr so, dass ich dann wirklich so in der Bahn sitze und denke, ich bin Spider-Man, weil ich alles um mich rum wahrnehme und jede Stresssituation, das Baby schreit in der Ecke und ich sehe das oder höre das und dann merke ich aber, die quatschen, das passt mir gerade irgendwie nicht und alle Stresssituationen, die man sonst überhaupt nicht wahrnimmt, man einfach aus dem Fenster guckt und Musik hört, habe ich in dem Moment halt wirklich wahrgenommen. Und das war wirklich dermaßen stressig, dass ich dann auch wirklich in dem Moment auch teilweise schlecht Luft bekam und dann erst mal froh war, wenn ich raus aus der Bahn war. Und das war wirklich in der Phase im letzten Jahr von ja, Januar bis Februar, wo ich halt noch intensiv in diesem Job da gearbeitet habe. Und wie gesagt, das kann jedem im Leben treffen. Concraft, da hat das viele meiner Freunde haben das oder hatten das in ihrer Vergangenheit und von da ist es mal wichtig, drüber zu sprechen, denke ich. Ich merke auch schon, das Video wird jetzt ein wenig länger werden, aber ich fand das mal ganz wichtig, dass so ein großer YouTuber wie Concraft darüber spricht, auch mal gute Besserung an dich. Du hast es ja viel krasser als ich jetzt zum Beispiel, aber ich denke, da kommt man auch raus, wenn man halt ganz genau weiß, wie der Körper halt reagiert und sich halt runterfährt in solchen Paniksituationen. Atmen hilft, wie gesagt, wenn man ganz ruhig einfach immer atmet und weiß, man hat was mit dem Arzt abgecheckt und man hat nichts. Ruhig atmen und auch nicht zu tief einatmen, weil sonst passiert das mit den Armen, was ich zum Beispiel hatte, dass ich dann, wenn ich wirklich viel geatmet habe in kurzer Zeit, dass man halt wirklich überventiliert und dann ist es halt wirklich scheiße. Das hatte ich allerdings auch nur einmal, Gott sei Dank, das war dann auch wahrscheinlich wegen dem Kreislaufproblem nach dem Sport der Fall, seitdem hatte ich das auch nicht, aber trotzdem denkt man halt trotzdem ab und an drüber nach und wenn man mit dem Sport ist und was kurz wieder so ein bisschen unwohl sein, dann wirft einen das manchmal auch ein bisschen zurück. Und da muss man sich halt bewusst sein, man hat nichts und man muss einfach nur ruhig weiteratmen und darf sich da gar nicht reinsteigern. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß das, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen. Bei mir ist es jetzt weg und wie gesagt, es lag halt auch daran, dass man viel Stress in der Zeit hatte. 4, 5 Sachen auf einmal sind für Menschen am meisten zu viel. Gesundheitliche Probleme, Uni-Stress, Arbeitsstress, Finanzsorgen, Zukunftsängste und.
Und das waren nur 5 oder 6 Sachen, die ich in dem Zeitraum da hatte. Und dann habe ich halt ein paar Sachen gesagt, komm, ich höre bei dem Job auf, ich mache das nicht mehr. Und habe mich auf YouTube konzentriert und halt auch auf die Uni natürlich, was natürlich Priorität hatte. Und das habe ich auch alles geschafft und auch bestanden. Ich muss jetzt noch den Bachelor machen, also die Bachelorarbeit im Herbst. Und wie gesagt, habe keine Probleme mehr. Von daher hilft euch das vielleicht, dass ihr einfach mit Leuten redet. Vielleicht hilft euch auch das Video, wenn ihr das anguckt. Und atmen, wie gesagt, ganz ruhig. Wenn ihr das gescheckt habt beim Arzt, dass ihr nichts habt, dann atmet einfach ruhig. Ich habe mir mal gedacht, was soll denn passieren? Ich kann hier nur umkippen. Es war auch unangenehm, aber das passiert wahrscheinlich auch jedem mal in seinem Leben. Und dann ist das halt so. Und komischerweise hat mir das geholfen, dass man sich das dann irgendwie so einredet. Oder was soll denn passieren? Dann stirbt man halt. Das war auch ein bisschen ein blöder Gedanke, aber dann ist das halt so. Dann kann man sowieso in dem Moment nichts machen, wenn man wirklich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt. Und das hat man ja nicht, weil das einfach nur hier oben ist, wenn man zu viel Stress hat. Und ich denke, das hilft wahrscheinlich jetzt einigen von euch auch, dass ihr einfach Sport macht, diese ganzen Stresssituationen versucht klein zu halten in dem Zeitraum und einfach vielleicht auch den Job, der euch nicht passt, hinschmeißt und sagt, gut, ich orientiere mich anders oder konzentriere mich auf eine andere Sache, eine Umschulung, oder ihr überlegt vielleicht wirklich mal 4 Wochen eine Pause zu machen und zur Not meldet euch beim Amt für 4 Wochen ein. Wenn ihr wirklich nur im Stress seid und der Job euch keinen Spaß macht und ihr so eine Krawatte jeden Abend habt und eure Freunde anbrüllt oder einfach wie der letzte Arsch euch benimmt und selber gar nicht mehr mit euch zufrieden seid und einfach auch Panik vielleicht sogar habt selber, dann ist es das nicht wert und dann solltet ihr das wirklich hinschmeißen und euch was Neues suchen. Ihr könntet euch auch 1-2 Wochen schon überlegen, wie ihr dann diese ganzen Schritte umsetzt und das dann vielleicht auch mit dem Chef absprechen. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen cooler, die Variante, als dann wirklich dann blau zu machen und dann sich dann eine Kündigung reinzuholen. Aber ich denke, das könnten auch ein paar Tipps sein, die euch weiterhelfen und vielleicht auch mal das Handy beiseite legen, wenn ihr merkt, es nervt euch. Dann legt das mal 2-3 Stunden weg, es geht die Welt davon nicht unter. Und wie gesagt, ich bin Gott sei Dank auf dem Level angekommen, aber auch schon seit einem Dreivierteljahr wieder, wo es mir gut geht. Und wollte euch eigentlich nur sagen, dass es im Prinzip jedem mal passiert und jedem trifft mal. Und das eigentlich eine ganz normale Geschichte ist, wenn man so viel Stress hat in seinem Leben und Uni und Co., dass man vielleicht mal solche Situationen erlebt. Und bei manchen ist das dann halt dauerhaft der Fall. Also er sollte vielleicht ein bisschen überlegen, vielleicht ein paar Sachen anders zu machen und diese ganzen Stresssituationen wirklich erstmal beiseite zu schieben und vielleicht wirklich mal 4 Wochen in Urlaub zu fahren. Bei ihm läuft es ja YouTube-technisch. Von daher ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man wirklich mal eine Pause macht und den Leuten das halt auch sagt, dass er 4 Wochen Pause macht. Und dann geht es einem meistens auch schon wesentlich besser. Und die Uni hat er ja auch bestanden und dann ist er auch schon mal wesentlich mehr Druck weg. Und ich denke, das sind dann auch schon die wichtigsten Tipps, die man da machen kann. Ihr könnt euch gerne unten austauschen, seid freundlich bei so einem Thema zueinander und lasst gerne ein Like oder Abo da. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und wie gesagt, keine Sorge, mir geht's mittlerweile gut und hab Spaß, hab auch mein Sportprogramm wieder angefangen und freue mich, dass es gerade ziemlich warm ist. Und ja, schönen Sommer euch. Boah, das ist ein langes Video. Ich glaube, das wird 15 bis 20 Minuten gehen, aber vielleicht hat es einigen geholfen. Würde mich freuen. Ansonsten nehmt es mir nicht so krumm, dass es jetzt ein bisschen länger dauert und vielleicht auch ein bisschen langatmiger geworden ist als die anderen Videos. Von daher sehen wir uns wahrscheinlich am Sonntag wieder um 11 Uhr. Könnt ihr ein paar Videovorschläge unten reinmachen. Ansonsten war es das auch mit dem Thema. Ich denke, einigen werde ich damit helfen in Zukunft. Und ihr könnt auch eure Fragen da unten stellen. Und wie gesagt, ich denke, einige werden auch runterschreiben, dass sie das selber auch schon hatten. Das haben fast alle mal. Ob es irgendwie eine Prüfungssituation ist oder mitten in der Uni im Hörsaal, dass man plötzlich denkt, oh Scheiße, ich will hier bloß raus. Oder auf der Arbeit, im Alltag, im Bus. Das kann immer mal passieren. Von daher wisst ihr jetzt, wie man damit umgehen kann. Und wenn ihr das mit den Ärzten absprecht, dann habt ihr das auch relativ schnell wieder los. Von daher war es das mit dem Video. Bis bald und ciao, ciao.